John Markin, geboren am 14. Februar 1845, und seine Frau Sarah Jane Markin, geboren am 20. Dezember 1845, lebten in Australien. Sarah heiratete John am 27. August 1871. Es war ihre zweite Ehe. Die beiden bekamen 5 Söhne und 5 Töchter. Sie begannen als Babyfarmer zu arbeiten. So nahmen sie uneheliche und ungewollte Kinder gegen Bezahlung bei sich auf. 1892 verschwand eines dieser Kinder spurlos. Die Mutter wollte es eigentlich regelmäßig sehen, doch weder die Markins noch das Baby waren an der angegebenen Adresse auffindbar. Am 11. Oktober 1892 rief ein Arbeiter die Polizei. Er hatte beim Reinigen eines Abflusses auf dem Markin-Grundstück die Überreste von 2 Kindern gefunden. Das Ehepaar und 4 ihrer Töchter wurden verhaftet, jedoch nur das Ehepaar angeklagt. Insgesamt fand man auf ehemaligen Grundstücken des Paares die Reste von insgesamt 12 Kindern. Sarah und John Markin wurden zum Tode verurteilt. Nach 2 Berufungsverfahren und einem Gnadengesuch wurde John Markin am 15. August 1893 gehängt. Sarah Markins Urteil wurde in lebenslange Haft mit Zwangsarbeit umgewandelt. Ihre Töchter setzten sich lange für eine Freilassung ihrer Mutter ein. Schließlich mit Erfolg. 1911 wurde Sarah Markin aus der Haft entlassen. Sie starb 7 Jahre später.